Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus Italien. Floriano Gherelli und Melissa Dobricelli. Wir sind zurück, leicht angeschlagen noch. Aber wieder back on track. Ja, es war eine schnelle Erkältung. Mhm. Kommt schnell, geht schnell, sagst du immer. Kommt schnell, geht schnell. Ja, meine Mutter hat mir früher immer gesagt, wenn man so dieses 3 Tage kommt, 3 Tage bleibt, 3 Tage geht. Ja. Wenn das so eine Erkältung/Grippe ist, die schon so langsam sich anbahnt, wo du dann, das hast du dann ganz gut beschrieben, wo du dann irgendwann nachts oder morgens wacht man dann auf und man weiß direkt, fuck, mein Hals tut so weh, das wird was Größeres. Das ist ja jetzt der Fall. Muss ich dich kurz korrigieren, Herr Dr. Florian Gerl. Dass ich wache auf, also so war das jetzt in dem Fall bei uns oder bei mir. Ich bin ins Bett gegangen, alles war gut, ich bin aufgewacht und meine rechte Mandel hat so wehgetan, gebrannt. Ich hatte so Schluckbeschwerden, aber halt einseitig. Und da dachte ich mir so, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Okay, ich werde erkältet. Aber das ist ja jetzt wirklich auf einen Schlag, aber sonst hat man das ja ganz oft, dass man so das Gefühl hat, boah, irgendwie brüte ich was aus und das ist dieses klassische, es kommt 3 Tage. Aber kennst du nicht trotzdem dieses, irgendwann wacht man auf und man weiß dann, man kann es nicht mehr abhalten und es kommt der Hammer. Ja, dieses nachts aufwachen ist immer ein guter Indikator für, okay, wie scheiße geht's mir eigentlich, weil nachts geht's einem einfach am beschissensten und ich konnte relativ schnell schon merken, okay, ich bin erkältet, mir geht's nicht gut, aber ich habe da wirklich ganz strikt an einem Tag, bin ich komplett im Hotelzimmer geblieben, habe 3 Stunden Mittagsschlaf gemacht und wir sind um 21 Uhr ins Bett gegangen, haben 12 Stunden geschlafen. Genau, und natürlich habe ich mich wie in der kleinen Ankündigung auch da angesteckt, aber wir haben tatsächlich wie so viel Schlaf hier in Italien bekommen, wir sind ja auf unser, haben wir jetzt schon 100-mal erzählt. Nein, oder? Auf unserer Hochzeitsreise. Ja, aber von unseren Eltern geschenkt. Also das ist jetzt nicht unser... Das Hochzeitsgeschenk quasi. Genau, das Hochzeitsgeschenk unserer Eltern war eine Italienreise mit ihnen zusammen. Und jetzt sind wir noch 4 Tage alleine in Italien geblieben. Und ja, nehmen für euch die Podcast-Folge auf. Genau, es ist Sonntag, der 25. September. Wenn ihr das hört, ist es mal ein Dienstag. Das ist die Nachholfolge quasi von Donnerstag. Also habt ihr doppelte Ladung diese Woche. Diese Woche gibt's eine doppelte Ladung in das Ohr. Und wir hoffen, ihr freut euch. Ja, was ist so dein Fazit? Also Toskana, unser erstes Mal. Unser erstes Mal Toskana. Also genau, ich war vorher auf Klassenreise einmal in Pesaro und einmal in Rimini, beziehungsweise Cattolica. Also irgendwie war ich 2-mal in Italien. Das war immer entweder mit unserer Tanzgruppe oder mit der Klasse. Und habe dadurch natürlich ein ganz, ganz anderes Italien entdeckt quasi oder auch nicht entdeckt, muss ich dazu sagen. Ich war ja quasi auf dem Ballermann Italiens unterwegs damals und das ist jetzt auch schon sehr lange her. Umso neugieriger war ich dann, was mich hier erwarten würde. Und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Es ist so schön. Es ist wirklich unglaublich schön. Nein, es ist echt ein unglaublich schönes Land. Die Toskana mit den ganzen, also landschaftlich ist das wie im Bilderbuch. Also ist irgendwie... Genau, ich glaube so, das Land an sich, das wissen glaube ich viele, wie schön das hier sein kann. Aber was ich finde an Italien super spannend ist, dass du diese einzelnen Regionen hast. Also du hast die Toskana, du kannst dann auch jetzt ein bisschen südlicher dann Umbrien jetzt, wo wir jetzt sind. Dann was hatten wir in diesem einen Video gesehen, unten rechts, wo die ihre Hochzeit feiern wollte? Apulia. Apulien, genau. Muss auch wahnsinnig sein. Ja. Und das ist so ganz spannend. Neben diesen Städten, wir machen jetzt auch mal einen Tag Rom am Dienstag. Mit dem Zug, denn das muss man hier sagen, meine Mutter hatte immer... für so Städte in der Nähe wie Florenz konnte man, also die Zugverbindungen hier sind so geil und es ist auch gar kein deutsche Bahnbashing oder so, aber einfach das System funktioniert hier so einfach. Du gehst auf eine Website, kannst dir für denselben Tag
ein Zugticket buchen und das kostet dann 11 Euro. Und einfach normale Preise. Mal normale Preise und nicht, du gehst auf die Deutsche Bahn und zahlst 130 und Euro. Zahlst dir für One-Way 130 ja. Euro. Und das ist halt schon ein Riesenunterschied. Wir sind jetzt von Rom bestimmt 3 Autostunden entfernt und wir haben jetzt für Dienstag, also wenn ihr die Folge hört, sind wir in Rom. Wir haben jetzt für Dienstag einen Zug gefunden, der fährt 1:30. Ja, und das hat halt, als wir jetzt in unserem ersten Hotel waren, sind wir dann auch nach Florenz zweimal gefahren mit dem Zug. Und das war so entspannt. Wir sind dann mit dem Auto einfach zu so einem kleinen Ort gefahren. Da war dann der Bahnhof und das ist dann nicht irgendwie, keine Ahnung, Leipzig, sondern das ist wirklich Montevarchi, einfach so eine kleine, so ein kleines Dorf, wo dann aber auch die Züge durchfahren. Und das hat so, das erübrigt sich ja zum Beispiel schon in Deutschland. Voll. Wenn du jetzt keine Ahnung wo bist, in keine Ahnung, Baunatal oder so, dann fährt da ja jetzt nicht der ICE durch. Also, naja, auf jeden Fall war das sehr, sehr schön und wir wollten das jetzt nochmal für Rom machen, weil Rom will ich unbedingt auch nochmal sehen, aber halt jetzt nicht, dass ich sage, ich will da ja ein paar Tage schlafen, sondern nur für einen Tag. Und ja, was ich besonders liebe an Italien, ist auf jeden Fall auch das Essen, muss ich sagen. Dass man, egal wo man hingeht, irgendwie schon diese Pasta und ja, bei uns vor allem Pasta-Geschichten einfach hat oder Mozzarella. Und uns die Frühstücken hier süß. Hast du das gesehen? Also so, die Frühstücken alle süß. Ja, eigentlich frühstücken die ja gar nicht irgendwie. Im Hotel zumindest. Aber dann. Im Hotel, wenn sie dann eigentlich diese Möglichkeit haben, weil ich sitze da mit meinem Tomate, Mozzarella und Rührei. Und dann guckst du, wenn die anderen Leute kommen, dann laden die sich wirklich da die Kuchen auf. Also wirklich nicht mal nur trockener Kuchen, sondern auch richtig Torten. Und das ist Wahnsinn, ne? Wahnsinn zu beobachten. Ja. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dann, wie gesagt, wenn sie eigentlich eher weniger frühstücken, dann nehmen die wahrscheinlich das im Hotel jetzt einfach in Anspruch und skippen dann vielleicht auch Mittag, ne? Das kann auch sein. Oder die ziehen echt durch. Ja, wir haben ja gestern mal einen kleinen Fastentag gemacht, weil wir jetzt schon doch viel gegessen haben in den letzten Tagen. Leute, wir waren überfordert. Also es ist ein bisschen so, wir haben halt immer gefrühstückt, dann haben wir halt mittags entweder Nudeln gegessen. Entweder ein Sandwich gegessen mit Tomate, Mozzarella oder Pasta halt mit einer Käsesoße oder halt Mozzarella und dann abends halt Nudeln mit Pasta, also ja, Mozzarella. Also wir haben super viel. Also wir essen einfach viel mehr, als wir sonst würden. Das ist so. Und deswegen haben wir mal ein kleines Päuschen gestern gemacht. Aber es hat ganz gut getan. Wir sind jetzt auch in so einem kleinen Spa-Hotel. Und zum Thema Sauna muss ich auch sagen, ich liebe ja Sauna. Und du hast ja extra für mich auch ein Sauna-Hotel ausgesucht. Aber das hier ist etwas anders noch. Und zwar, wir sind so mit unserem, die Situation kann man gut so erzählen. Wir sind quasi in unseren Bademänteln runter. Und dann im Spa zu sehen, dass alle, also nur einen Badeanzug und eine Badehose anhaben. Aber weil es ja auch wirklich, das muss man sich auch dazu vorstellen, es ist in den alten Gemäuern der Stadt, also wir sind hier in einer sehr historisch behafteten Stadt, die auch wahrscheinlich von den Römern irgendwann aufgebaut wurde oder so, keine Ahnung, müssen wir auch mal schauen, aber auf jeden Fall sehr religiös. Und das Hotel ist auch in einem sehr alten Haus und das Spa ist wiederum in den alten Gemäuern und in den alten Kellern unten. Und wir sind dann reingekommen und es war wirklich unglaublich. Ah ja, doch, das kann ich gut erzählen. Wie Flo schon erzählt hat, wir sind dann in den Bademänteln reingekommen und ich ganz selbstbewusst hatte zwar mein Bikini in der Tasche, also in den Ärmel, in den Seitentaschen vom Bademantel, aber halt drunter nackt, weil ich dachte so, ja, wenn ich jetzt zur Sauna gehe, gehe ich ja nackt rein. Und dann hat die uns halt willkommen geheißen, hat uns das gezeigt und hat dann gezeigt, da ist dieser lange Pool in diesen alten Gewölbekellern. Also das war wirklich Wahnsinn. Und aber ich habe halt gesehen, alle sind halt in Badeanzug. Und ich war auch nackt, ne? Ja. Bei uns untenrum. Also hat alles frei. Alles frei und da am Schlingeln. Und dann hat Melli gesagt, ey, die haben hier, und meine Augen sind halt okay, die sind jetzt nicht mehr die besten. Ne? Und ich will ja auch nicht, in solchen Bereichen will ich dann auch nicht starren oder gaffen oder so. Aber dann hat Melli gesagt, ey, die haben hier Sachen an. Ne? Und ich habe gesagt, nein, die eine unten, die ist nackt. Die ist nackt. Und so, ich kann auch nackt sein. Und Melli so, nein, die hat was an. Und dann habe ich so ganz vorsichtig gefragt, weil die ja noch die Frau, die da gearbeitet hat, stand dann auch mit uns und ich meinte so, yes, for the sauna, can we go naked? Und sie so, no.
und mein Schlingeldingel da unten am Baumeln und dann. Ja. So, Mann. Na gut, aber in dem Fall war es wirklich nicht schlimm oder sowas, weil es eine ganz, und ich werde jetzt kurz ins Detail gehen, weil sowas habe ich auch noch nie gehabt. Es sind 3 Räume, die verschieden temperiert sind und jeder Raum wird mit immer wärmer. Und der erste Raum. Es ist eine Art Rundgang. Ja. Und es geht los, es sind 4 Räume, wie Melissa gesagt hat. Der erste Raum ist 35 Grad und hat auch so warme Steinplatten. Und da kann man sich dann auf den Boden legen, dann wird der Körper so leicht erwärmt. Und Melissa war natürlich direkt, nein, das ist mir zu kalt, ich kann den Raum skippen. Und ich habe gedacht, nein, lass das doch jetzt mal so durchgehen, wie das ursprünglich geplant wurde. In dem Sinne, wir haben also angefangen, 10 Minuten, es war richtig schön, weil man ist so ein bisschen angewärmt. Dann ist man in ein Dampfbad, das war der zweite Raum. Aber auch ein Dampfbad, was ich so noch nicht kannte. Also ich muss sagen, es war eher so Richtung Hammam-Dampfbad, aber du musst jetzt auch mal ehrlich sagen, Dampf war da jetzt nicht wirklich. Nee, es war schon. Es war ein Saunadampfbad und die Steine, wo man sich dann draufsetzen konnte, die waren so überall verteilt und die waren so heiß, dass ich mir echt wirklich kurz untenrum das kurz verbrannt habe, aber nur erschrocken. Und dann hab ich mich dann wirklich mit dem ganzen Körper auf diesen Stein gelegt. Deswegen wahrscheinlich auch mit Badehose und Badehose. Wahrscheinlich, wenn man sich ja alles wegfackeln würde. Nein, und dann liegt man halt auf diesem Stein und du solltest, die empfehlen, in jedem Raum circa 10 Minuten zu bleiben und von diesem Saunadampfbadraum in den dritten Raum. Und der hat auch so, der hat dann eine richtige Sauna, wie sagt man? Atmosphäre, also aber Hitze. Aber ja auch Hitze und den Grill, den Ofen, Sauna. Genau, mit den Steinen, ja. Und ja, guten Morgen. Da musste ich dann auch nach 3 Minuten raus, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und das war offiziell, nur damit ihr das nachvollzieht, warum wir da so ein bisschen... Das war offiziell nur eine 60-Grad-Sauna. Genau. Was jetzt vom Prinzip her für regelmäßige Saunagänger nicht heiß ist oder nicht unerträglich ist, sondern damit kommt man eigentlich easy klar. Und da haben wir dann gab es den vierten Raum, das war der Kälteraum. Da waren es dann... Frigidaggio, naja, Kühlschrank auf jeden Fall. Und da waren es dann 10 Grad und da konnte man dann auch so ein bisschen eisig nehmen, abduschen und da sollte man dann auch nochmal 10 Minuten. Und da hat man gesehen, dass wenn man das in so einem Ablauf macht, das war sehr interessant, dass eben der Körper dann doch nochmal vor neue Herausforderungen gestellt wird. Und es nicht immer nur 15 Minuten 100 Grad Sauna, sondern das ist alles ein bisschen aufregender. Das auf jeden Fall dazu. Zu unserem Saunagang. Achso, falls ihr jetzt gedacht habt, man könnte sich Eis zum Essen nehmen. Nein, es war Eis zum Abkühlen. Gelato essen wir immer in der Stadt jeden Tag. Ja, stimmt. Und das Gelato ist ja auch, warum haben die hier keine Sahne? Weil die Sahne ist in dem Eis quasi mit reinverarbeitet gefühlt, weil es so cremig ist und wir da echt... wir lieben Gelato in Italien. Ja, das lieb. Ich habe auch zum Thema Gelato, natürlich wissen wir nicht, wovon es kommt. Ich habe hier richtig Pickel bekommen, Leute. Leck mich am Arsch. Ich werde keine Namen nennen, aber ich kann dir gerne mal erzählen zum Thema Haut und Pickeln. Melissa hat nämlich... Ich habe echt Pickel, aber auch schon vor Italien so Hautunreinheiten, wie ich es früher ein bisschen hatte, an den Schläfen und auch an den Backen, unterm Bart. Und dann habe ich irgendwann in Florenz habe ich so gemerkt, da kommt, wenn so ein... nicht ein Pickel kommt, sondern wenn so unterirdisch was sich zusammenbrodelt. Ich krieg echt ein bisschen Gänsehaut, weil... Ja, das musst du jetzt durch. Müsst euch das jetzt so vorstellen. Also ich krieg bei sowas einfach immer Gänsehaut. Manche Menschen kriegen ja so Quaddeln von Mückenstichen, ich zum Beispiel. Dann sieht das aus wie so eine kleine Landkarte. Ja. Dann hebt sich die Haut so ein bisschen. Und Flo hatte auf der einen Seite eine Landschaft, genau. Wie Spanien von oben sah das aus. Ich finde eher wie Italien tatsächlich. Nein. Es war länglich. Es war eine 2-3 Zentimeter große Landschaft, 2,5 Zentimeter und dann 1 Zentimeter in der Breite ungefähr, die man wirklich erfüllen konnte. Die war heiß und... Ohne wie ihr euch jetzt einen Pickel vorstellt, sondern es war einfach nur... Eine erhabene Haut und unten drunter, müsst ihr euch vorstellen, hat es so weh getan. Ja. Es war eine Entzündung, die ich so lange nicht mehr hatte. Und das Witzige war, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt hatte, leider in der Sommerpause. Ich war ja auf der Produktion für Wrong und habe schon gemerkt, okay, mein Kinn und sowas ist irgendwie ist die Haut ein bisschen anders als sonst. Und habe richtig, richtig doll auf einmal angefangen, am Kinn tiefe
Pickel zu bekommen, die auch sehr groß eigentlich eingenommen haben. Das hat schon bei der Hochzeit so ein bisschen angefangen. Die waren von der Fläche gefühlt sehr, sehr groß. Der Pickel selbst aber nicht so ein richtiger Pickel. Also da kam dann irgendwie nichts mehr raus. Sondern es war wirklich einfach nur so die Fläche, die auf einmal total gespannt hat. Und ich habe immer gesagt, ich so, das fühlt sich an wie eine Mischung aus Herpes und Pickel. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich jetzt denken, ich kriege hier überall so Herpes. Weil das war so, du merkst einfach diese Entzündung und dass da was arbeitet und dass es heiß ist. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann in den Griff bekommen. Und war auch bei einer Kosmetikerin und die hatte jetzt in meinem Fall gesagt, und das wird dann auch Sinn machen mit der Produktion, weil ich ja super viel auch drauf geschminkt wurde und Cremes und blabliblub, dass die Haut einfach wahnsinnig überpflegt ist und auch eine Überverhornung hat und aufgrund von zu viel Inhaltsstoffen und dass der Talg einfach nicht richtig abfließen kann, woraufhin dann so Knötchen tief unter der Haut entstehen. Und dieses Pickel quasi einfach tief unten sind, die aber nicht richtig abfließen können. Und das muss ich sagen, weil ich habe ja auch ein bisschen beobachtet, was du jetzt auch für Produkte genommen hattest und so. Und da habe ich dir direkt gesagt, das hört sich oder fühlt sich sehr, 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 sehr danach an, was ich jetzt hatte. Melissa war quasi dann die letzten Tage meine Dermatologin. Wir haben ja richtig Regime. Richtig immer mit Licht, Taschenlampe dann alles angeguckt. Mit Tee und dann haben wir richtig so Dampfbäder gemacht für die Haut und sowas, dass die sich öffnen konnte, dass die Poren öffnen konnten. Genau, so noch in dem Hotel, wo wir kein Dampfbad hatten. Sie ist hier ja, natürlich stimmt. Mit Dampfbad. Also wir hatten eine Teekanne und dann bist du unter seine Haut gestellt. Kommt uns das hier gut entgegen. Und ja, wir haben das jetzt alles ein bisschen bekämpft. Es ist aber crazy, wie, ich will nicht sagen, wie ein Pickel zum anderen führt, aber schon so ein bisschen, ne? Also das ist... Ja, um die Story jetzt zu vollenden, im Prinzip hat ja deine Haut sich andere Ausgänge gesucht. Ja. Genau. Und ja, es ist jetzt deutlich besser geworden, ne? Andere Ausgänge, könnt ihr euch denken, was dann passiert ist, da ist das ein oder andere Pickel hat sich gelöst, um es mal so auszudrücken. Und es war ein wahrer Erfolg. Es war ein Erfolg, es wird jetzt wieder besser, aber es ist crazy, wie die Haut einfach ja, und umschlagen kann. Viel von hilft nicht viel und wir haben es auch so in den Griff bekommen, dass man sagt, ja, du setzt dich jetzt erstmal auf Diät. Die muss ich jetzt mal selbst regulieren. Die Haut reguliert sich selbst. Und bevor wir weitermachen, kommen wir zu einem Partner der heutigen Episode. Und zwar ist das Naughty Nuts. Wie viele von euch wissen, sind wir große Nussmus-Fans. Und ich kann immer noch nicht verstehen, warum nicht jeder da draußen täglich Nussmus konsumiert. Naughty Nuts hat so unglaublich leckere Sorten, welche alle vegan sind und ohne Palmöl oder zugesetzten Zucker auskommen. Mein absoluter Favorit, bevor wir hier nämlich gleich ein Live-Tasting machen, ist Haselnussmus Schoko Crush. Bitte probiert es und sagt uns, also wenn wirklich, das nicht... Wirklich sagt uns, wie ihr das findet, weil das ist so, so, so lecker. Ihr könnt es alles universell natürlich auch einsetzen. Ich mache mir meinen Nussmus immer auf Brot. Ich mache es mir auf eine Dattel und esse die entweder direkt oder mache sie noch ins Gefrierfach. Ihr könnt es auch mit euren Bowls irgendwie toppen. Also es ist wirklich, Porridge, wirklich also überall einsetzbar. 20% auf alles mit dem Code 220er. Von heute bis zum 31.10.22. Melissa macht jetzt ein, wir haben eine Sorte, die wir noch nicht aufgemacht haben. Was ist das? Das ist Salted Caramel Bio Erdnussmus. Und macht den Plop. Wow. Ich hatte witzigerweise heute Morgen auch richtig Lust auf Erdnussmus und probiere jetzt mal. Melissa geht mit dem Löffel rein. Ich gehe mit dem Löffel rein. Und jetzt komm. Jetzt komm. Oh, warte. Hört ihr schon was? Da legst du dich gleich rein, ne? Wenn ihr das Gesicht sehen könntet. Wow. Also, testet es unbedingt aus mit dem Code 220er 15%. Vielen Dank an Naughty Nuts. Danke. Wir sind wieder zurück. Und kommen zu den Dingen aus dem Alltag. Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten in der Zukunft dieser Erde. Und zwar habe ich das genannt, wir reden alle nicht mehr miteinander. Mhm. Und nehme da auch Bezug. Wir hatten hier sogar zwei Situationen jetzt. Mhm. Und zwar, worauf will ich hinaus? Wir sind ja alle sehr in unseren Welten, gerade unsere Generation mit Handy den ganzen Tag und auch wenn wir irgendwie in der Bahn sind oder jetzt in Berlin, wenn wir da rumlaufen und aufs Handy gucken, bla bla. Wir waren im Flieger nach Rom und
wurden angesprochen von unserem Sitznachbar. Melissa saß auf A, ich auf B und er auf C. Also er saß am Gang, ich in der Mitte, Melissa am Fenster. Und man hat schon gemerkt, das hast du auch gestern dann beim Essen gesagt, für die zweite Situation, dass er so ein bisschen am Anfang schon geguckt hat. Dann haben wir uns aber unsere Kopfhörer reingemacht, hatten unsere Podcast-Folgen irgendwie runtergeladen, was wir uns irgendwie anhören wollten. Und in dem Moment, wo ich dann irgendwie nach einer halben Stunde meine Kopfhörer rausgemacht hat und wir irgendwie, weil es dann konnte man was zu essen bestellen. Und in dem Moment hat er halt uns so ein bisschen angeguckt und meinte so, ja, where you guys from? Oder also beziehungsweise. Ja, obwohl du hast ihm ja eine Schorle empfohlen. Stimmt. So hat es ja schon eigentlich schon auch von dir angefangen. Stimmt. Aber da hat man dann gemerkt, bei ihm, oh, das ist natürlich, das könnte meine Chance sein. Ja, ja, er hat so ein bisschen gedacht, okay, wenn der neben mir jetzt schon eine Schorle empfiehlt, es ging darum, ob Apfelschorle oder so eine Limonata oder so. Ja. Und dann meinte ich, Limonata, das ist schon geiler als so eine süße Apfelschorle. Limonata hat nämlich weniger Zucker, die eine, die da war. Und dann sind wir echt super nett ins Gespräch gekommen. Ja. Und er kam aus Italien und hat aber aufgrund von seinem Job immer mal 2 Jahre in Kopenhagen gelebt, 2 Jahre auch in Deutschland. Und da ist mir so. Er war mit seiner Mutter unterwegs. Er war mit seiner Mutter unterwegs, die witzigerweise Deutsche ist, die in Hamburg auch wohnt und ihr Haus hat. Und er war so Mitte 40, sie war Mitte 80 und es war total süß. Älter sogar, wenn sie 84 war. Ich glaube, der war sogar älter. Ja, aber er sah fresh aus. Ja, er sah also super italienisch, adrett gepflegt, fresh aus. Ja, er sah super fresh aus und hat sich irgendwie das. Kennt diese Leute, die so manchen, wenn wir sagen, man sieht fresh aus, meinen wir so ein bisschen klamottenmäßig schon so in diese North Face Richtung, aber sauber? Er sah doch nicht nach, er hatte keine North Face. Er hatte North Face Jacke, aber so clean, also italienisch schick. Oh mein Gott, stimmt. Als wäre die North Face Jacke nicht wie bei mir, sondern als wäre die maßgeschneidert. Gebügelt. Ja, so gebügelt. Die war gebügelt, ja. Und alles, die Hosen und die Schuhe, alles. Und das ist immer so fresh, alles sitzt. Ja, das stimmt. So, das sitzt. Das ist nicht wie irgendwie dann ab und zu mal bei mir oder bei anderen, wenn man denkt, oh, das ist jetzt nicht die perfekte Größe, egal. Ja. Sondern das ist so, nee, das sitzt. Ja, so, stimmt. Haarschnitt war auch sehr frisch. Haarschnitt, Bart Haut. War sehr frisch. Genau, alles sieht einfach frisch aus. Und dann sitzt du da mit deinem. Und dann sitze ich da mit meinem Pickel ein. Ich habe mir gedacht, was soll der denn denken? Ey, voll so, ich wollte hier einen schicken Eindruck machen und dann quaddel links, quaddel rechts. Alter Pickel springt den schon zu vorne an. Aber brauchst du noch Butter für deine Brezel? Warte. Ich habe auch fettige Haare, hätte auch noch was rausholen können. Und er so, wow, ihr seht jung aus. Ja, du dachtest, ich sehe jung aus, weil ich Pickel hatte bestimmt. Der dachte, der ist in der Pubertät. Hat er noch gestern auch gedacht. Ja. Er so, wow, how young are you? Die denken, wir sind jung wegen meinem Pickeln hier, ey. Naja, auf jeden Fall. Haben wir uns super nett unterhalten. Wir haben auf Englisch geredet, weil ich kann kein Italienisch und er konnte nur ganz, ganz wenig Deutsch. Und haben über alles Mögliche geredet. Hamburg, Deutschland, Berlin, Italien im Vergleich, die Preise hier, was man noch für sein Geld bekommt, egal ob Tourist oder Einheimisch. Und nach diesem ganzen Flug, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal verwickle ich mich selbst in Gespräche und habe dann immer so ein bisschen Panik, dass ich aus diesen Gesprächen nicht so wieder rauskommen kann, wenn ich rauskommen will. Ja, du kannst halt die Kontrolle nicht abgeben. Genau, ich kann die Kontrolle nicht abgeben, sondern ich denke, okay, eigentlich will ich das relativ unverbindlich halten. So, unverbindlich geht nicht, wenn jemand im Flieger neben dir sitzt oder wenn jemand im Restaurant neben dir sitzt. Dann ist man mäßig so, für mich, ist auch voll dumm, aber ich fühle mich dann wie so gefangen. Also ich denke dann so, oh scheiße, ey, jetzt müssen wir hier eine Stunde reden, auch wenn es voll nett ist. Weißt du? Du gibst also, mir dann immer kurz so einen Blick, so genau. Einen Hilfesuchen. Ich gucke dann Melli mal an und denke so, ja, jetzt kannst du mir mal ein bisschen übernehmen oder irgendwie. Ja. Mach und ich so denke, das ist nicht mein Brei und dann nicke ich immer nur so kurz so. Melli nickt immer nur so und ich denke dann, oh, in was habe ich mich schon wieder reingeritten.
Andererseits, und das ist mir dann da auch wieder aufgefallen, nach diesem Flug, und dann waren wir im Mietauto und haben so ein bisschen geredet, dass solche Situationen sonst im natürlichen Leben oder im Alltag ganz wenig nur noch entstehen, dadurch, dass wir so eingebunden sind in unser Handy. Mm. Und es klingt zu plakativ, aber es ist dann doch wirklich das Handy. Weil klar, wenn ich in der Straßenbahn bin, dann bin ich am Handy und alle um mich herum sind am Handy. Das wäre anders, wenn alle nach oben gucken würden. Weißt du, man wird sich ja, es wird ein Wort fallen oder zumindest ein Hallo. Ja, natürlich, du registrierst ja auch Situationen, wenn jemandem was passiert oder keine Ahnung, irgendwelche Blicke oder man, also. Mir ist jetzt aufgefallen, auch bei uns in Berlin, das habe ich mir jetzt auch wirklich abgewöhnt, beim Gehen aufs Handy, also wie viele runtergucken, dabei ja, gehen über die Straßen, wo ich denke, man verpasst theoretisch so viel, also ohne, dass es jetzt so Santa Maria-mäßig klingen soll, aber so, du verpasst, wenn eine Frau, eine alte Frau die Einkäufe ja, und klar, die Tür aufmachen, so, du verpasst, selbst für alle Single-Leute, ihr verpasst natürlich auch die Menschen. Frau des Lebens. Und oder die Männer, Mann. Ja, man verpasst voll viel, wenn man auf sein Handy guckt. Und das kann man natürlich, wie gesagt, irgendwie, wir machen das, wenn man zu Hause auf dem Sofa, dass man so ein bisschen das fast mehr behandelt wie so ein Fernseher. Danke. Weil du weißt ja, darf ich es erzählen oder nicht? Ja, klar. Ja, okay, wir sind ja nach Italien gekommen und ich war Oberkante voll von, weiß ich gar nicht, es war einfach auf einmal der Punkt da, wo ich mir gedacht habe, dieses verfickte Teil, das Handy jetzt in dem Fall, es nervt mich einfach gerade und ich habe überhaupt gar keinen Bock, irgendetwas zu konsumieren. Ich habe auch gemerkt, das hatte ich ja schon die letzten Folgen erzählt, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin gerade oder nichts übrig habe, wirklich kommunikativ noch zu sein, zu schreiben, was zu erzählen und so. Ich war einfach voll und das hatte sich auch in Italien hingezogen und ich hatte keine Lust, WhatsApp-Nachrichten zu lesen, irgendwelche Nachrichten zu lesen, irgendwas zu zeigen, irgendwas zu erzählen. Ich hatte nichts zu erzählen und ich habe das an Nachrichten gemerkt. Ich habe dann am Flughafen versucht, ein paar Sprachnotizen an Freundinnen zu machen, denen zu antworten. Wirklich, ich war schon angepinnt für 3 Monate so ungefähr. Und ich habe einfach nichts zu erzählen gehabt. Und dann habe ich zu Flo gesagt, hey, was denkst du, wollen wir mal so ein bisschen Social Media ein bisschen lower machen jetzt den Urlaub oder generell einfach Handy auch lower, nicht jetzt die ganze Zeit so mobile Daten, bla bla bla. Weil was mich auch super, super, super stört und das erinnert mich voll an diese Situation, wenn Raucher mal eine Zeit, irgendwie eine Wartezeit hat oder nichts zu tun hat, es ist das Erste, wonach man greift, wenn man gefühlt einen Moment hat, das zur Ruhe, wenn man sich irgendwo auf die Couch setzt oder ins Bett legt oder keine Ahnung, wo man dann gefühlt nichts zu tun hat, ist das Erste, dass man zum Handy greift. Und das ist so schade. Ich finde das auch unabhängig von Situationen draußen, ist es doch so schade, dass es das Erste ist, woran du denkst, wenn du ein bisschen Zeit für dich hast, ist irgendwas anderes zu konsumieren von anderen Menschen. Mhm. Und das habe ich halt wieder voll krass gemerkt. Ich weiß, es gibt dann auch Phasen, wo das für mich, wo ich denke, oh, das ist aber voll chillig und ich komme da voll runter und das ist voll geil und bla. Aber ehrlich gesagt, also vielleicht ist das auch jetzt gerade einfach wieder nur so eine Phase. Ehrlich gesagt, ist das gar nicht so. Es ist gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, boah, ich finde es irgendwie gerade entspannt oder ich fühle mich entspannter danach. Überhaupt nicht. Ja, um zurück zu der Story zu kommen, die ich erzählt hatte. Danach ist einem einfach aufgefallen, dass man solche Gespräche, haben wir es ja auch genannt, mit Fremden, gar nicht mehr hat. Ja, aber du hast es, und kurz zu meiner Story dann, du hast es ja auch nicht mit dir, du beschäftigst dich ja auch nicht mit dir selber. Wenn was man hast am Handy du? Ist? Ja, natürlich. So. Weil du beschäftigst dich mit dem... Das klingt gerade so nur auf ich. Nein, ich, alle, ja. Generell. Du musst jetzt auch nicht da... Das ist ja auch meine Seite von der Story, weil du hast dir das da ja auch ausgedacht und da kann ich natürlich super viel auch gut von erzählen, weil das gerade so voll meine voll. Gefühlswelt dann auch war. Voll. Aber man redet auch sonst nicht mit Fremden. Und gestern genau dasselbe. Wir sind ins Restaurant gekommen, hatten unsere Handys gar nicht dabei, neben uns guckt uns ein Italiener an und du hast auch schon gemerkt. Naja, das fing damit an, weil ich ja mit seinem Kind die ganze Zeit rumshakern war. Ah, mit seinem Baby, okay. Mit dem Baby und dann, weil das Baby die ganze Zeit geguckt hat, weil... Aber auch da, glaube ich, wenn man mal ein
Kind hat oder ein Baby hat, da kommt man, glaube ich, mit super vielen Leuten in Kontakt. Das ist ein bisschen so wie mit dem Hund. Ja, ja, ist so, weil ja, draußen ja. streicheln den alle, oh, wie alt ist er oder ist es ein sie oder ist es ein er. Und das ist, glaube ich, mit einem Baby auch krass. Wenn das, und Babys sind ja manchmal in Anführungsstrichen am Flirten, wenn das da die ganze Zeit mit allen Leuten flirtet, du redest so viel, das ist ein guter Entree, um mit Fremden zu reden, glaube ich. Ja, 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 voll. Aber es war, hat sich rausgestellt, es war super nett und er hatte auch voll das Gefühl dafür, der hat dann auch, als das Essen kam, direkt gesagt, so, oh, okay, guten Appetit und so, schönen Tag noch. Und wir waren ja dann diejenigen, die ihn doch voll getextet haben. Ja, weil ich will auch immer nicht, dass, ja, keine Ahnung, es ist ja, das bin ja ich, der sich dann in diesen Situationen verkopft ist oder denkt, er kommt dieser Situation nicht. Das ist ja auch total egal, wie du dann immer sagst. Ne? Man muss da ja nicht niemandem irgendwas beweisen oder jetzt irgendwie die ganze Zeit durchreden oder es kann auch mal Stille aufkommen. Und wie gesagt, ich mit meinem italienischen Freund im Flieger, wir haben dann auch irgendwann aufgehört und das war gar kein Thema. Nein, das ist gar kein Thema. Er ist dann auf Toilette und ich bin direkt danach auch auf Toilette. Und dann haben Wusstest wir auch, du überhaupt? Ja. Oder bist du einfach... Nein, ich denke dann immer, wenn ich im Mittelplatz habe, wenn der eine aufsteht, kannst du auch aufstehen. Das stimmt. Also, ja. Dann muss er nicht aufstehen, wenn ich dann 10 Minuten später... Das stimmt. Ja, das war so ein bisschen, wir reden alle nicht mehr miteinander. Dinge aus dem Alltag ist mir aufgefallen. Umso mehr wir da irgendwie versacken, desto weniger tauscht man. Der Austausch ist ja auch voll spannend. Natürlich. Und dann auch, überleg mal, zu was das bei uns führt. Er hat uns gestern voll viele Tipps gegeben. Wir fahren wahrscheinlich da morgen hin. Weißt du, so, dann treffen wir noch. Das sind einfach Situationen, für da die man sich... Da treffe ich dann die Frau meines Lebens. Genau. Und dann bist du auf einmal weg und ich fahre nach Rom und auf einmal bin ich da mit dem Kaiser von Rom unterwegs. Nein, aber so, das sind ja einfach Situationen, die aufkommen, die man sich einfach verbaut, weil man einfach in ein Display schaut. Und das sind aber auch jetzt... weitergesponnen, also das bezieht sich einfach auf voll viele Sachen, auch wie jetzt, auch wenn wir nur zu zweit sind und wenn wir vielleicht niemanden treffen, aber weißt du, dass man einfach, ja, eine andere Quality Time hat. Das stimmt. Und bevor es weitergeht, kommen wir zu einem weiteren Partner der heutigen Episode. Und zwar ist das Hey Natural mit ihren Produkten aus natürlichen Zutaten, starken Nährwerten und richtig guten Geschmack. Mhm. Wir haben ja davon schon erzählt. Ja. Es gibt einen Riegel von Hey, der ist unglaublich, das ist der Hey Vegan Crispy Protein Bar. Mhm. Und für alle, die diesen Riegel noch nicht probiert hatten, müssen sie es nachholen, probiert oder? Probiert ihn bitte. Er ist ohne Palmfett, Soja und künstlichen Aromen. Also wirklich nicht nur sehr lecker, sondern auch wirklich gut. Wir hatten von Hey ein paar Riegel direkt in Italien mit. Es ist einfach der perfekte Snack für zwischendurch. Hey hat auch neben Riegel Proteinpulver im Sortiment und es gibt auch ein Adventskalender mit den Hey-Favoriten. Bekomme ich den? Wenn du mich ganz lieb nochmal fragst. Okay, nach der Podcast-Folge. Bekommst du vielleicht den Hey-Adventskalender. Also teste das unbedingt aus unter hey.team/220er. Könnt ihr 15% sparen. Einfach auf aktivieren klicken, dann werden die 15% im Warenkorb abgezogen. Viel Spaß. Danke, Hey. Also, wir machen weiter. Und kommt zum Thema der heutigen Episode. Das ist eine sehr lange Hörermail. Was? Okay, gut. Dann aber macht Spaß, ich habe sie schon gelesen. Alles klar. Dann fange ich direkt an. Meine Story. Ich habe ein... Also das Thema habe ich hier auch... Habe ich das nicht hingeschrieben? Thema vom BFF zum BF. Genau. Oh, also zum Best Friend? Friend? Nein, zum Boyfriend? Nein, lass mich das dir erklären. Du kennst ja die Formulierung gar nicht. Vom Best Friend Forever zum Boyfriend. Ja, das hat bei dir eben nicht geklappt. Dann schieß mal los. Verstehst du? Vom, oh mein Gott. Vom guten Freund zum Freund. Ich habe einen besten Freund, mit dem ich zusammen aufgewachsen und groß geworden bin. Unsere Familien sind Nachbarn. Es gab immer mal Phasen, wo man enger und dann aber auch wieder lockerer befreundet war aufgrund der Pubertät etc. Mit 14 hat er mir auch mal einen Liebesbrief geschrieben. Ich bin aber nie darauf eingegangen. Für mich war es immer nur Freundschaft und ich fand ihn nie attraktiv etc. Mittlerweile sind wir beide 23 und er auch etwas attraktiver. Oh mein Gott. In den letzten 2 Jahren ist unsere Freundschaft aufgrund von Corona auch wieder enger geworden. Wir haben unglaublich viel Zeit miteinander verbracht.
Beide leben nun auch wieder in der Heimatstadt, ich in einer WG und er alone. Und auch viel beispielsweise über unsere sexuellen Abenteuer geredet und uns gegenseitig Tipps gegeben im Dating-Dschungel. Das ist aber cool. Wie es halt bei besten Freunden sein soll. Über den Sommer haben wir dann auch immer öfters abends gechillt und beieinander geschlafen. Es ist nie irgendetwas passiert. Oh, krass, richtig mit Übernachtung beieinander. Ja, ich finde das schon krass. Dann auch Sextipps und so. Seine und auch meine Freunde fanden es erst etwas strange. Aber dann haben sie auch gemerkt, dass das alles wirklich freundschaftlich ist. Anfang des Jahres... Das sehen wir ja gleich. To be continued, wie ich es immer sage. TBC. Weiß nicht, ob du das wusstest. Anfang des Jahres bin ich mit meiner besten Freundin, er und sie kannten sich auch, auf eine Party gegangen, wo er mit seinen Kumpels war. Meine beste Freundin und ich haben uns vorher ordentlich einen reingestellt und uns einige Sangria gegönnt. Oh, super Mädels, ich liebe Sangria. Ganz kurz zum Thema Sangria, das hast du diesen Sommer für dich erst entdeckt. Ich glaube, das habe ich auch schon erzählt. Sangria ist mein neuer Lieblingssommerdrink. Ich habe ihn jetzt auch in Kassel beim Spanier getrunken, das war einfach echt lecker. Also wenn er gut gemacht ist, ey. Genau, es gibt bei Sangria, also was heißt leider, es gibt riesige Unterschiede, aber wenn es ein guter Sangria ist. Mein Gott, da kommt nichts drüber, du. Das ist so lecker. Ja. Sehr angeheitert sind wir dort also angekommen. Wie es dann der Alkohol wollte, also das ist ja der Hammer. Die ist ja der Hammer. Oh Gott, wie es der Alkohol wollte. Also das ist die Formulierung, mich mir wirklich merken. Ich sehe es immer schon. Also ihr schreibt ja oft, und das ist super hilfreich, die Hörerthemen an 220@gmx.de. Und ich sehe immer schon an dem Betreff, beziehungsweise wie die Person ihre Hörermail nennen, sehe ich immer schon, wie die formulieren können. Und das ist so gut. Ja, der erste Satz habe ich gar nicht mit vorgelesen. Da steht unter anderem drin, bla bla bla, vielen Dank für unseren Podcast, bla bla bla. Kurze Vorwarnung vorab, viel Drama-Alarm. Okay, weiter geht's. Wie es der Alkohol wollte, habe ich mit ihm wild und ganz öffentlich rumgemacht. Also mit dem Freund? Also ja, mit dem BFF. Yeah. Als der Abend sich dann dem Ende neigte, wollte er mich eigentlich nach Hause begleiten. Wir haben aber noch nach meiner besten Freundin Ausschau gehalten und sind dann zu dritt den Heimweg angetreten. Sie hatte alles mitbekommen an dem Abend. Leider habe ich die beiden im Tumult dann komplett verloren und bin irgendwie alleine nach Hause gekommen. Am nächsten Morgen durfte ich dann erfahren, dass er meine Freundin mit nach Hause... Was? Dass er meine Freundin mit nach Hause genommen hat? Was? Und die beiden miteinander geschlafen haben? Ach, die waren so horny bestimmt. Scheiße. Er wollte es mir eigentlich vorenthalten und hatte sich mit ihr abgesprochen, jedoch hat sie es nicht ausgehalten und mir alles gestanden. Ich konnte also meine Gedanken wirklich null sortieren und war einfach nur gekränkt von meinen zwei engsten Freunden. Zudem wusste ich gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, weil wir das erste Mal was miteinander hatten und ihm nichts Besseres einfiel, als mit meiner Freundin am gleichen Abend zu schlafen. Beide waren super schuldbewusst und haben total geheult, wobei man sagen muss, wir waren alle drei Single zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall habe ich beiden verziehen, mir blieb ja auch nicht wirklich was anderes übrig und ich habe mir ein paar Monate emotionalen Abstand gegönnt, beziehungsweise einfach geschaut, wie viel die beiden in die Freundschaft zu mir investieren. Jetzt ist die Situation aber so, dass ich schon gemerkt habe, dass ich da doch irgendwie Gefühle für ihn habe und ihn sonst hätte mich diese Aktion ja auch nicht so mitgenommen. Je mehr er mir über andere Frauen erzählte, umso mehr merkte ich, dass es mich störte. Vor 2 Wochen ist es dann passiert und ich habe ihm wieder mal nachts leicht angedüdelt diese Gefühle über eine Textnachricht gestanden. Oh mein Gott, der Klassiker Drunk Texting. Er war zu dem Zeitpunkt auf einem Festival außerhalb der Stadt. Daraufhin hatten wir ein Gespräch und kurz danach auch Sex miteinander. Ich hätte niemals gedacht, dass ich es schaffen würde, mit ihm zu schlafen. Und nachdem meine Freundin mit ihm Sex hatte, fand die Vorstellung irgendwie total eklig. Jetzt sehen wir uns öfter und schlafen miteinander und verbringen viel Zeit. Irgendwie ist es komisch. Freundschaft plus. Irgendwie ist es komisch, aber irgendwie auch schön, dass wir uns beide nach etwas Tieferem gesehnt haben. Jedoch finde ich ihn bis heute nicht krass attraktiv und denke mir so, wow, was ein geiler Kerl. Also das denkt sie sich nicht. Nicht, sondern finde ihn einfach menschlich überragend und er trägt sein Herz am rechten Fleck. Aber irgendwas muss der Typ ja haben. Meine Freundin habe ich es auch erzählt. Die beiden gehen sich übrigens seit der Aktion komplett aus dem Weg. Sie hat schon länger einen neuen Freund. Jetzt meine Frage an euch. Was haltet ihr von der ganzen Aktion? An uns alle. Und ist das alles wert, unserer jahrelangen Freundschaft aufs Spiel zu setzen? Ich will ihn auf keinen Fall als Menschen in meinem Leben verlieren, aber habe Angst,
dass wir noch zu jung für was richtig Ernstes sind. Er hatte noch nie eine richtige Beziehung. Zudem bin ich mir auch nicht ganz sicher, was ich will und ob meine Gefühle reichen oder ob ich mich in irgendetwas reinsteige. Auf der anderen Seite haben wir die Grenze jetzt eh überschritten und die Freundschaft riskiert. Jedoch könnte man jetzt noch abchecken und back to before. Abbrechen und back to before gehen, oder? Ich finde halt eigentlich, die jungen 20er sind eher zum Ausprobieren und ihn liebe ich menschlich gesehen viel zu krass, als dass ich es mit ihm verkacken möchte. Zudem frage ich mich auch, ob es wirklich so eine gute Basis ist, nach all dem, was passiert ist. Willst du weiterlesen? Nee, ist jetzt noch ein Satz. Er hätte wohl zu meiner Freundin gesagt, dass ich seine absolute Traumfrau bin, aber ich frage mich ehrlich, ob man so mit seiner Traumfrau umgeht. Klar, vielleicht waren da von ihm schon jahrelang unterdrückte Gefühle, aber irgendwie habe ich Schiss, dass es von meiner Seite nicht reicht oder irgendwie blöd zu ihm bin und ihn für immer verliere. Bitte helft mir und gebt mir mal euer Feedback. Bin einfach wahnsinnig lost mit der Situation, da dort eine fast 20-jährige Freundschaft dranhängt. 20-jährige Freundschaft? Dann, also kennen die sich seit die drei? Ja, das gibt's doch. Süß. Oh mein Gott. Also, keine Panik auf der Titanic. Ich finde das alles gar nicht schlimm. Ja, das ist auch nicht schlimm. Es ist doch voll geil. Also, erstmal, ihr habt jetzt einfach geguckt. Es ist natürlich, irgendwie hat sich sowas Spannendes aufgebürgt. Also, erstmal wäre auch ein bisschen so die Frage, wie sieht er das denn? Ihr redet jetzt die ganze Zeit über euch. Deiner Freundin ist es peinlich. Ehrlich gesagt, ja, das ist dumm, aber... Ich meine, du hast in einem Satz geschrieben, so nach dem, was sie mir angetan haben, chill. Es ist alles klar, es ist dumm und man denkt sich so, mein Gott, aber ihr habt an dem Abend das erste Mal rumgemacht. Ich gehe nicht davon aus, dass du deiner Freundin monatelang ans Ohr gekaut hast, wie geil oder wie toll du ihn findest. Mhm. Und sie jetzt dann im Endeffekt, hat sie einen weggesteckt, so ungefähr. Sondern es ist alles aus der Situation raus passiert. Und sorry, sie schämt sich, also die geht dem ja auch aus dem Weg und denkt sich so, mein Gott, das hätte ich auch sein lassen können. Klar, in dem Moment fühlt man sich so ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen, das kann ich schon verstehen. Die dachte sich wahrscheinlich so, ey, wir wollten alle zu dritt nach Hause und nur weil irgendwie im Tumult jemand verloren geht, haben die sich dann so gedacht, komm, lass uns einfach schnell verpissen. 100%, das ist schon ein bisschen assi von den beiden gewesen, glaube ich, wenn ich die Situation in meinem Kopf nachspiele. Nichtsdestotrotz, du hast es natürlich super geschrieben und ich bin auch voll involviert, nämlich jetzt gerade, wenn ich so darüber nachdenke. Ich glaube, ähnlich wie Melly sagt, keine Panik auf der Titanic, egal was ich so in meinem Kopf für Szenarien durchspiele, ich glaube, ihr könnt es gar nicht richtig verkacken. Nein. So, ihr habt jetzt schon eine Freundschaft plus. Natürlich könntest du jetzt sagen, wir brechen das ab und wir gehen zurück zur Freundschaft ohne irgendwie Sex und ohne Rummachen und so. Und 100% wird es aber einen Abend in der Zukunft geben, wo ihr wieder beide besoffen seid und wieder dann was miteinander habt. So, das würde nur aufhören, wenn jemand von euch in eine Beziehung geht mit einer anderen Person. Mhm. So. Was sich von deiner Seite aus nicht so anhört, weil du ihn nicht krass attraktiv findest oder du jetzt schreibst, ich bin krass verschossen oder verknallt. Ich glaube nicht, dass ihr beide von dem, was du schreibst, jetzt groß eine Zukunft hättet als Paar. Davon wirkst du... Noch nicht. Noch nicht. Davon wirkst du jetzt nicht so partnermäßig begeistert. Ich glaube, du merkst einfach, dass da irgendwie was geht und sowas und du kannst das nicht richtig einschätzen, weil sich da deine Gefühle zu ihm als Freund sehr vermischen mit, okay, aber jetzt haben wir was miteinander und ich habe ihn so, 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 so gern, aber ist das jetzt, dass ich ihn gern habe, dass ich ihn liebe oder ist es einfach, weil wir schon 20 Jahre befreundet sind und er eigentlich quasi wie mein Bruder oder sowas ist? Also ich glaube, da vermischt sich voll viel, aber ich glaube, dass ihr irgendwie und du, auch so wie du schreibst und sowas, so, ja, ich sag jetzt mal das Wort pfiffig, aber weißt du, wenn jemand einfach so schon... Ja, die ist pfiffig. Du bist pfiffig. Ja, so dass, ja. Und ich glaube, er ist auch cool irgendwie. Und ich glaube, so, ihr seid nicht respektlos miteinander. Klar ist so... Ich habe eine Vision gerade, ich weiß genau, wie es passieren wird, okay? Und dann schreibt sie uns in 10 Jahren nochmal und sie wird sagen, ah, krass, Flo. Oh mein Gott, warte, ich weiß, glaube ich, was du sagen willst. Das ist so richtig Happy End und sie heiraten. Na, warte. Oh. Erstmal, ihr habt jetzt noch ein bisschen was miteinander, dann wird er oder du lernt aber jemanden kennen. Und dann, das wird natürlich schwierig, sobald du einen anderen Partner hast oder er eine andere Partnerin,
Dem müsst ihr dann erstmal erklären, dass das eure beste Freundin ist, ne? Weil. Das ist dann, aber das ist deren Geheimnis dann. Was? Würdest du ein Geheimnis draus machen? Ja, das ist voll vor dem Ding gewesen. Aber du musst deiner Partnerin oder deinem Partner doch eigentlich alles erzählen. Nein. Nein, nein, nein. Du würdest nicht erzählen, dass die dann was miteinander hatten? Boah, weiß ich nicht, weil es würde voll das, wenn, guck mal, wenn das alles geklärt ist und das Ding durch ist, die sind... Ja, aber wenn es so lange geht, bis die in eine neue Beziehung kommen, so wie so fließender Übergang und die haben 2 Monate vorher noch was... Nein, dann ist das was anderes. Aber so, wie es jetzt gerade ist, also weißt du, wenn du jetzt die ganze Zeit eine Affäre oder eine Freundschaft plus hast... würde es natürlich auch einen Unterschied machen. Aber sorry, es gibt einfach auch Sachen, so jeder hat doch irgendwo, du musst nicht alles komplett freilegen. Weißt du, was ich meine? Ich finde das auch nicht richtig, aber ich finde es auch nicht falsch. Also, ich habe alles freigelegt. Ich habe alles erzählt. Ja, okay, da habe ich anscheinend einen Fehler gemacht. Auch schön, ich schreibe dann auch mal ein 220@gmx.de. Aber wie ist das jetzt ausgegangen? Nee. Kannst du noch kurz sagen? Ja, genau. Und dann, weil du ja schreibst auch back to before, wenn jemand von euch in einer anderen Beziehung ist, dann werdet ihr es sehen können. Du kannst jetzt nicht zurückgehen. Du wirst erst zurückgehen können und das sehen, wenn jemand von euch wirklich in einer anderen Beziehung ist. Dann werdet ihr schauen, ob es mit eurer Freundschaft so normal ohne Bumsen klappt oder eben nicht. So, und jetzt meine Theorie. Ihr werdet noch in einer anderen Beziehung natürlich sein und gehen und werdet da so ein bisschen shaky. Und dann werdet ihr irgendwann aber merken, nein, das ist doch die richtige Person für mich. Weil, genau wie du geschrieben hast, er wird ja auch immer attraktiver. So, er ist schon von damals zu 23 mehr attraktiv geworden. Und ein Mann, der wird mit 30 nochmal ganz anders aussehen als mit 23. Und dann ist meine Theorie, dass sie irgendwann natürlich zusammenkommt und dann für immer zusammen bleibt. Darf ich jetzt auch meine Theorie sagen? Also ich erinnere dich, wir haben vor ein paar Jahren auch eine Freundschaft Plus Folge gemacht und geht Freundschaft zwischen Mann und Frau und sowas. Das ist echt süß eigentlich, wie wir das immer besprochen haben. Auf jeden Fall erinnere ich mich an viele Nachrichten damals, wo wir darüber geredet haben, ob Freundschaft zwischen Mann und Frau halt geht, bla bla bla, also echt enge Freundschaft. Und ganz viele hatten mir gesagt, ja, geht, aber mit den meisten meiner Freundschaftskerle hatte ich etwas. Und es gab schon mal die Situation, dass, sag ich mal, da die Grenze der Freundschaft überschritten wurde und man einmal das ausprobiert hat und dann gemerkt hat, okay, nein, alles cool, alles super, so wie wir es bisher gehandhabt haben, war es perfekt. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt vielleicht auch noch ein paar Mal eine Rolle spielen wird, bis ihr dann aber merken werdet, so, ja, okay, wir sind uns nah, wir können intim miteinander werden, aber eigentlich ist das kein Vergleich vielleicht zu jemandem, in dem ich wirklich verschossen bin, den ich attraktiv finde und so. Und dann werdet ihr es dabei belassen und werdet einfach für immer beste Freunde bleiben. Und genau wie du auch, weil du unten schreibst, ist es das alles wert, unsere jahrelange Freundschaft aufs Spiel zu setzen. Du setzt gerade gar nichts aufs Spiel. Also wirklich gar nichts. So, ja, vielleicht geht man sich dann irgendwann mal kurz aus dem Weg, weil man irgendwie wieder Abstand will oder denkt, sicherlich, wenn ihr auch irgendwie sagt, so, dass wir machen jetzt nichts mehr miteinander, dann ist man vielleicht auch erstmal kurz ein bisschen entfernter. Aber irgendwann wird sich die Sache dann auch erledigt haben. Also es gibt, ihr merkt, du da draußen und auch die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt viele Variationen, wie das Ganze weitergehen kann. Du bist auf jeden Fall pfiffig und du musst dir mach dir nicht zu viele Gedanken, weil im Prinzip ist ja auch gerade alles eigentlich cool. Ja, ja, voll. Ne? Also voll. Ihr shakert ein bisschen miteinander. Und lach mit deiner Freundin einfach darüber. Ist scheißegal. Also es ist einfach dumm. Mach ihr da kein schlechtes Gewissen. Ich glaube, die fühlt sich eh schon scheiße. Die hat ja eh einen neuen Freund. Ja, ey, lach drüber und dann ist das Ding gegessen und gut ist. Könnt ja darüber reden, wie es ist. Haben sie bestimmt schon. Oder vielleicht nicht, aber wenn, dann macht mal. Also, ihr Lieben, das war's mit der Dienstagsfolge. Das war's. Und wir hören uns schon in 2 Tagen wieder. Ja, das wird eine richtig doppelt geladene Folge werden. Eine maximale Folge. Also, ihr Lieben, ja, macht euch einen schönen Dienstag. Ja. Wir hören uns am Donnerstag, weil ich hier schon das ist ein Thema weniger Social Media. Ich bin am Film für Instagram, dass wir eine neue Folge aufnehmen. Live am Film. Also, wir hören uns am Donnerstag. Wir haben immer noch kein Intro, Outro und sind raus. Dum, 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 dum.